Jo Leute, in diesem Guide zeige ich euch, wie ihr den planetarischen Diving Suit Version 6 bekommt. Das ist auch der Vorbestellerbonus, also wenn ihr das Spiel vorbestellt habt, dann habt ihr diesen Anzug auch direkt mit einem Code bekommen und müsst dieses Video gar nicht mehr anschauen. An alle anderen bleibt auf jeden Fall dran. Also diese Location befindet sich in Eidos 9. Da kommen wir nur hin, wenn wir Lilis Fortschrittsbalken auf 100% gebracht haben. Ihr habt leider keine Möglichkeit, manuell nachzuprüfen, wie weit dieser Fortschrittsbalken ist. Ihr müsst einfach immer Leichen plündern oder halt Nebenquests machen. Und dann seht ihr oben rechts, falls das relevant war für Lili, einen Fortschrittsbalken mit ihrem Gesicht. Und da steht dann die Prozentzahl. Es gibt Quests wie diese Tabu-Quest hier. Die bringt auf jeden Fall sehr viel Fortschritt bei Lili und ansonsten würde ich euch echt vorschlagen, dass ihr alle Leichen durchsucht, weil diese ganzen Dokumente, Aufzeichnungen etc. tragen meistens dazu bei, dass man da hier Fortschritt bekommt. Im Großen und Ganzen macht einfach in Zion alle Quests, alle Nebenquests etc., bis einfach nur das Logo von Lili da ist und kein Balken mehr und keine Prozentzahl, dann wisst ihr, ihr habt 100%. Und nachdem ihr Abyss Levoir durchgeschafft habt, das ist auch eine Hauptquest, werdet ihr dann von Adam gefragt, ob ihr nach Orbit 4 reisen wollt. Da müsst ihr auf jeden Fall auf Nein drücken, denn sonst seid ihr an einem Point of No Return und dann könnt ihr gar nicht mehr nach Zion zurück, um die ganzen Nebenquests etc. zu machen. Schaut auch, dass ihr die Quest von Enya, der Sängerin, die von Kaya und dem Roboter im Ödland fertig macht, bevor ihr da irgendwie nach Orbit reist. Also, wenn ihr alles in Zion gemacht habt und 100% Fortschritt, also das bedeutet keinen Balken mehr mit Prozenten, sondern einfach nur ein Logo von Lili, dann könnt ihr ruhig mit Adam reden und auswählen zum Orbit reisen. Und dann wird Lili aber eingreifen, denn sie sagt, sie will noch nach Eidos 9 und das ist diese kleine versteckte Gegend, in die wir jetzt gehen, um den Anzug auch zu holen. Wir bekommen dort den Auftrag, 3 verschiedene Kokons zu zerstören und einen davon, den letzten, seht ihr jetzt gerade hier im Video und dort fangen wir jetzt auch gleich an mit dem Weg zum Anzug. Also, ich habe jetzt einen blöden Schnitt gemacht, ganz ehrlich, muss ich zugeben. Da unten ist die Brücke, wo wir eben waren in der letzten Szene und oben am Bildschirm ist jetzt so ein roter Punkt und da ist der Kokon, den wir eben im Video gesehen haben, den man zerstören muss, Nummer 3 also. Und ich bin jetzt hier einfach weiter nach oben gegangen, aufs Gebäude, um dort das Video anzufangen. Und schaut mal, hier geht's mit der Story weiter, wenn ihr da vorne lang lauft. Also Brücke hoch und dann rechts. Und wir müssen aber jetzt mal erstmal hier runter. Ja, also einfach reinspringen, hier ins Wasser und Achtung, ihr müsst schnell schwimmen, denn ihr werdet im Wasser sterben. Also ganz, ganz schnell raus aus dem Wasser, dann auf die andere Seite, ich habe mich kurz gehalten, obwohl es nicht nötig war. Und hier auf dem Auto ist so ein Drohnen-Upgrade. Das habe ich auch schon eingesammelt gehabt, aber ihr müsst es halt euch auch nochmal holen, ihr werdet es auch sehen, es leuchtet ja. So, und jetzt laufen wir hier an diesem weißen Auto vorbei und dann hier hin. Und wir müssen auf die andere Seite. Wir nehmen Anlauf und springen mit Doppelsprung drüber. Und dann nochmal dieser Dash. Und jetzt ganz schnell an Land. So, gerade noch geschafft. So, ich laufe jetzt in die falsche Richtung. Also, hier geht es nicht lang, sondern in die andere Richtung, auf der anderen Seite. Und da können wir gleich hochklettern. Und zwar genau hier. Gelbe Markierungen, so Sprays, Graffiti sind immer Anzeichen dafür, dass man irgendwo hochklettern kann. Also, wir müssen jetzt aufs Dach. So, und dann können wir hier ein Fenster benutzen, um weiter nach oben zu klettern, damit wir aufs Dach kommen. Ja, und hier geht's nach unten. Ich wusste nicht, dass hier gar keine Gegner sind, deswegen bin ich so vorsichtig gelaufen. Wir müssen hier rein und dann nach links, und da ist eine Truhe, nicht die, sondern die hier. Und da ist schon der Anzug drin. Ja, und wie gesagt, das ist nur der Vorbestelleranzug, also wenn ihr den schon habt, dann bekommt ihr hier in der Truhe nur Bitcoins, mit denen ihr Lager aktivieren könnt. Ja Leute, und das war auch schon alles, was ich euch in diesem Guide sagen wollte. Ihr könnt das Spiel auch übrigens gewinnen auf meinem 10k Abo Special, gerade bis zum 8. Mai geht das Gewinnspiel. Vielleicht seid ihr einer der Glücklichen, falls ihr es noch nicht habt und ich wünsche euch ansonsten noch viel Spaß mit dem Spiel und wir sehen uns. Bis bald, bye bye.